Hallo, hier ist der Christoph von Schnorres 58 und das wird eine VA für die 777 Plus Abos vom Goose Kanal Ruhrpott Outdoor. Hallo Goose, du wolltest ja einen Knoten sehen, den wir für wichtig halten. Und da dieses Wochenende gerade mal Zeit ist und das Wochenende der VAs, mache ich dir eine kleine. Und zwar, man hat ja nicht immer genügend lange Seile oder überhaupt genug Seile dabei. Und da möchte ich dir mal zeigen, wie man aus mehreren kurzen Seilen ein ausreichend langes macht. Und da möchte ich dir mal eine Leinenverbindung zeigen. Diese Leinenverbindung nennt sich Spierenstich. Man geht also hin, macht hier einen ganz normalen Knoten um die eine Seite. Ich hoffe, man kann es sehen. Und mit der anderen Leine den gleichen Knoten um das andere Seil. Und dann hat man eine Leinenverbindung. Man zieht die zu und die hält. Man sollte darauf achten, ich mache es nochmal, man kann die auch leicht wieder auseinanderziehen, man sollte darauf achten, dass die aus dem Knoten auslaufenden Seilenden in Zentimeter genauso lang sind, wie das Seil Durchmesser hat. Ich habe jetzt hier eine Rebschnur. Ich bevorzuge Rebschnüre statt Paracord, weil ich da mehr Vertrauen drin habe. Ich habe hier jetzt eine 6 mm Rebschnur. Also schaue ich, dass ich hier eine 6 cm langes Endstück aus dem Knoten auslaufen habe. Jo, ich finde den Knoten klasse und der hält auch. Und ich meine, es wäre ein sinnvoller Knoten für Buschkrafter. Hier ist das gute Stück. Jetzt habe ich eine sichere Leinenverbindung, die unter Zug auch hält und die ich einfach wieder auseinanderziehen kann. Das wäre der Spierenstich. Ich hoffe, du kannst mit dem Knoten was anfangen. Ich könnte dir jetzt auch noch den Schotenstich zeigen, auch eine Leinenverbindung. Das mache ich mal kurz. Der ist auch geeignet, ganz besonders um verschieden dicke Seile zu verbinden. Also man kann auch ein sehr dickes und ein dünnes Seil verbinden mit dem Schotenstich. Dazu legt man hier so eine Schlaufe, nimmt das andere Seil, fährt hier drunter durch, überkreuzt beide unten drunter durch und hier oben drüber. Dann sieht das Ding so aus. Dann ziehe ich hier zu und ich habe ebenfalls eine sehr gute Leinenverbindung. Ich mache ihn gerade nochmal. Das wäre also der Schotenstich. Der erste war der Spierenstich. Ich lege mir hier eine Schlaufe, nehme das eine Ende des anderen Seils, fahre hier in die Schlaufe hinein, unter den beiden Enden der Schlaufe durch und noch einmal oben drüber und hinten unter das zu verlängernde Seil. Jetzt ziehe ich hier zu und ich habe eine Leinenverbindung, die auch hält. Sehr gut für Leinen mit unterschiedlicher Dicke. Jokus, das wären meine zwei Knoten, die ich dir zeigen wollte. Den Spierenstich und den Schotenstich. Noch ein paar Worte zu deinem Kanal. Ich finde es einfach klasse, wie du deinen Kanal aufgebaut hast. Deine Touren, auch deine Produktvorstellungen haben Hand und Fuß. Einfach klasse. Das sieht man auch an deinen Abozahlen. Und ich wünsche dir und deinem Kanal alles Gute für die Zukunft.
Mittlerweile hast du ja schon 829 Abonnenten. Mach einfach weiter so. Ich gucke gerne bei dir rein. Super Kanal. Bis denne. Das wäre meine VA für dich. Ich hoffe, sie gefällt. Danke dir fürs Reingucken, den anderen natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.